Ja, toll. Sieht ja wohl fast so aus, als ob Tina und Speedy schon wieder zu spät kommen. Das sind solche Kameradenschweine. Mann, Mann, was ist das bloß für eine Welt, wo man sich nicht mal mehr auf die Freunde verlassen kann? Dann lobe ich mir den Ronny. Der ist immer da. Tina! Ey, wir hatten 8 Uhr gesagt. Ja, sorry, wir hatten einen Unfall und waren bis gerade in der Notaufnahme. Oh, Tina, echt, ey. Ich hatte schon einen Schluck auf. Sodbrennen, Gefrierbrand. Ich war trotzdem überpünktlich, verstehst du? Ja. Aber die haben uns da so lange festgehalten, weil meine Herztöne nicht stabil waren. Kommt auch nie wieder vor. Ja, ist okay. Komm, lass uns anfangen. Speedy, mach mal eine Rutsche Bier fertig. Der Speedy sollte sich heute aber nicht so viel bewegen. Oh, diese Mitleidszug geht mir sowas von auf den Sack. Speedy, wenn du keinen Bock hast, Bier zu holen, dann sag's doch wenigstens. Ja, aber der Speedy kann doch nicht sprechen. Nee, komm, ey. Jetzt sag bloß, der kann heute nicht buhlen. Dann sind wir einer zu wenig. Ich hab mit den Sanitätern gesprochen. Die helfen uns. Seht ihr? Ich sehe nur, dass er sich keine Mühe gibt. Speedy, entweder du spielst richtig oder gar nicht. Naja, der Speedy muss sich erstmal warm spielen, ne? Ihr habt keinen Bock auf uns. Jetzt zieht euer Stiefel durch, okay. Schon verstanden. Nee, 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 ich habe mich schon die ganze Woche auf unser Bohren gefreut. Ich bin dran. Tina, du bist überhaupt nicht bei der Sache. Naja, ich habe jetzt langsam auch ein bisschen Kopfschmerzen. Nee, ne? Ich habe Kopfschmerzen. Ey, wir wollen keinen Sex, wir wollen wohlen. Ja, aber ich habe eine leichte Schädelfraktur. Ah ja, okay, vergiss es. Da merkt man, wer die echten Freunde sind. Der Ronny zum Beispiel, der ist immer da, auch nach seinem Unfall. Das ist ein Satz. Ja, der Ronny ist noch ein wirklicher Freund. Mit dem kann man immer eine rauchen.